Schnelles und zuverlässiges Internet ist in der heutigen Zeit für alle wichtig. Gerade in den Regionen hat es an der nötigen Infrastruktur gefehlt. Dank Kabel Plus schreitet der Glasfaserausbau auch im Burgenland zügig voran. Unser Ziel ist, überall, wo wirtschaftliche Projekte möglich sind, den Breitbandausbau voranzutreiben. Die neuen Netze, die wir bauen, werden ausschließlich in Fiber to the Home errichtet. Fiber to the Home bedeutet, dass die Glasfaser bis in ihr Wohnzimmer bzw. ihre Firma verlegt wird. Derweil arbeiten die Techniker in Groß-Warersdorf im Mittelburgenland auf Hochtouren, um die Glasfaserkabel in die Haushalte zu legen. Internet gab es auch vorher natürlich, aber die Leistungsstärke war sehr bescheiden, sodass immer wieder Rufe aus der Bevölkerung gekommen sind, man möge sich bemühen, ein leistungsstarkes Netz zu installieren. Schließlich hat das Internet einen großen Einfluss auf das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben, natürlich auch in Groß-Warersdorf, und dafür sind jetzt die Weichen gestellt. Kabel Plus sind wir eigentlich fast schon fertig, es sind nur noch Restanschlüsse zu machen. Es ist fast im ganzen Ort Groß-Warersdorf verlegt. Damit beginnt für die Bewohner der Gemeinde ein neues digitales Zeitalter. Wir hatten schon vorher einen Internetanschluss hier im Haus, nur es ist immer mehr problematisch geworden, auch durch den Lockdown. Und in der Familie jetzt, die Kinder haben dann jeder einen Computer gebraucht, Internetanschluss, und auch die Gattin hat dann auch zusätzlich Homeoffice gemacht. Und da ist vorher ist zu Problemen gekommen, vor allem auch in unserer Gasse. Da sind viele Kinder, und wenn dann am Abend zum Beispiel, wenn alle auf einmal im Internet drin waren, hat es gröbere Probleme immer gegeben. Mehr Bandbreite in den Haushalten bedeutet also auch mehr Lebensqualität. Nicht nur stabiles Internet hat Kabel Plus in die Ortschaft gebracht, auch Telefonie und hochauflösendes Kabelfernsehen werden über Netze eingespeist. Und die Groß-Warersdorfer wissen das zu schätzen. Die Resonanz ist sehr gut, noch immer sehr steigend, es kommen noch immer sehr viele Kunden zu uns. Wir haben, wie das damals geplant wurde, eben, dass wir den Ausbau starten, haben wir eine Infoveranstaltung gemacht, haben wir damals schon eine sehr gute Besucheranzahl gehabt, und seit das Ganze jetzt entlaufen gekommen ist, ist sehr großer Zuspruch zu unseren Produkten. Für die Familie des Amtsleiters Michael Karall hat sich der Breitbandausbau auf jeden Fall gelohnt. Wenn wir hier angeschlossen sind, gibt es keine Probleme mehr, sind locker alle vier Familienmitglieder, können gleichzeitig im Internet drin sein, und es gibt keinen Verlust oder von der Bandbreite, also überhaupt keine Probleme momentan. Nicht nur in Groß-Warersdorf, auch in fast allen anderen Regionen des Burgenlands ist der Breitbandausbau auf dem besten Weg. Schon 80% der Haushalte können davon profitieren.